Ich bin Anna und ich habe gerade meinen Bachelorabschluss an der EcoSign gemacht, im nachhaltigen Design. Die EcoSign macht für mich zu einem besonderen Ort, dass ich seit Tag 1 hier wirklich das Gefühl von zu Hause hatte. Also ich bin hier in eine Inforunde gegangen, ganz am Anfang, und direkt schon im Reinkommen hat mir die Atmosphäre total zugesagt und auch die Resonanz durch die Leute, die ich bekommen habe, die Augenhöhe, das wahrgenommen werden. Thematisch habe ich mich vorher schon ja sehr viel mit politischen Inhalten auch beschäftigt und ja auch dann im Kontext der EcoSign viel politisches Design gemacht, sehr viel ja mich mit sozialen, politischen Themen auseinandergesetzt, vor allen Dingen mit struktureller Benachteiligung, und das war mir auf jeden Fall auch die ganze Zeit ein intrinsisches Anliegen, das in meine Gestaltung zu integrieren. Der prägendste Moment für mich war im zweiten Semester, als ich mein erstes Projekt gewählt habe bei Uwe Boden. Ein freies, multidisziplinäres Projekt, wo wir zusammen mit Kindern vom Kölnberg gearbeitet haben. Und ich würde sagen, dass der prägendste Moment tatsächlich der Moment war, als wir dann das erste Mal auch zum Kölnberg gefahren sind und die Kinder uns da tatsächlich über das Gelände geführt haben und uns den Kölnberg gezeigt haben. Wir sind unter anderem auch auf eins der Hochhäuser gegangen und haben uns da auch ja, den Kölnberg von oben angeschaut und die ganze Umgebung. Und das auch alles nochmal durch die Augen der Kinder gleichzeitig zu erleben, das war ja, das war sehr intensiv, sehr prägend. Also insbesondere sind mir die Theoriekurse bei Bettina sehr in Erinnerung geblieben, weil es einfach immer super spannende, sehr relevante und aktuelle Themen waren, die wir in den Kursen, in den Vorlesungen behandelt haben. Ich kann mich sehr genau an eine Günter Grass Vorlesung bzw. ein Günter Grass Seminar erinnern, das auch diesen Literaturbezug hatte, aus dem ich super viel Inspiration dann auch für meine erste Mappenprüfung gezogen habe. Später dann auch ja, Philosophiekurse bei Bettina zum Thema Körper und Geist. Mich auch sehr, sehr inspiriert. Und das war das, was mir an der EcoSign insgesamt sehr gefallen hat, dass wir diesen großen theoretischen Anteil hatten, der aber gleichzeitig die Praxis befruchtet und beflügelt hat. Also all das, was wir in den Projekten oder auch in den Designkursen oder in den Fotografiekursen gemacht haben, hat ja, sich da sehr gut eingefügt in das, was wir zeitgleich auch theoretisch an Input bekamen. Und daraus konnte man im Verbund sehr viel Inspiration schöpfen und das Integrieren für die eigene gestalterische Arbeit.